Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Minecraft Skyblock Map der Bedrock Edition. Weiter geht's! Und ich schreibe heute auch noch rein von wegen so, dass ich mich sehr darüber freuen würde, dass ihr das... Nein! Doch? Rest in peace! Jetzt sehe ich es auf dem Stream. Ich verstehe es nicht, ich war gesneakt auf einem Erdblock. Sonst nie. Ich weiß nicht. Ach, der Scheiße, ich sehe es gerade. Nee, da war nichts. Ach doch, ich bin auf den einen Block draufgekommen noch. Ach, verdammter Mist. Rick, du bist sonst immer einer, der kaum stirbt. Was ist ja, los? Ja, ne, aber kaum ist es im Livestream Minecraft Masters. Ach, das ist doch nur. Dann übernimmst du genau meine Aufgabe. Was soll das? Das nur, weil er live ja, ist. Ja, nee, natürlich. Das war geplant, total. Soll ich mich ein paar Mal in den Tod stürzen, damit das Verhältnis wieder hergestellt ist? Wieder da ist. Letztes Mal hast du dich 25 Mal in den Tod gestürzt und ich bin gar nicht gestorben bei dem Test. Das kannst du nicht wieder aufwiegen, das Verhältnis. Ach doch, mit dem höllischen Abenteuer, das ist ja schon. Ja, bin ich noch im Plus. Ja. Bin ich sogar ertrunken. Wie gesagt, beim höllischen Abenteuer zu ertrinken ist auch eine Kunst für sich. Das ist so ungefähr, als würdest du in Sky ersticken. Nicht ganz einfach, aber möglich. Wenn du auf dem. Also, so wie das klang, ist er gerade dabei. Ich probiere das mal aus. Es geht, du musst einfach nur warten, bis der Baum wächst und drinnen stehen bleiben. Es gibt eine andere Möglichkeit. Du hast ihn auf der Spawn. Ne, also auf der Dinginsel. Beziehungsweise bei der Spawninsel geht's auch, also bei uns. Du musst einfach ertrinken. Ja, das ist nicht ersticken. Nicht ersticken, das ist was anderes. Aber wenn du ertrinkst, erstickst du da nicht trotzdem? Doch. Nein, weil du keine Luft mehr. Trockenes Ertrinken. Okay. Ja, aber du kriegst ja auch keine Luft mehr. Ich meine, diese trockenen Alkoholiker. Ja, wieder nicht. Ja. Okay. Du weißt mehr wie ich, das ist cool. Ja, wie immer. Er kann die Zukunft voraussagen. Jetzt alle springen. Ja, beim nächsten Ton ist es. Ich kann dir auch die Zukunft voraussagen. Ab morgen bin ich bettlägerig, pass auf. Ich zieh aus. Julian, ich komm zu dir. Nur für eine Woche, dann bin ich wieder fit, alles gut. Dann ist es gar nicht so gut wie vorbei, oder wie? Ich find extrem, wenn man da hier das Gras abbaut oder die Grasblöcke, wie schnell da das Gras wächst. Aber das ist ja, weil ja, die Kisten von allem erhöht. Also ja, ich die Bäume weiß. Wachsen schneller, ne? Und ich vermute mal, dass auch das die Abklingzeit der Tiere beim Paaren, weil man auch den Boom, vor allem 100 Schweine nebeneinander oder was? Alle gepeilt. Ja, das ist doch eine ziemlich blöde Sau. Oh. Wieso verlassen? Jo, gleichfalls, auch noch einen schönen Abend. Das ging jetzt nicht an Anja. Ach so. Das ja, das in den Chat. Ja. Ich habe den Stream nebenbei auch offen, also von dem her, ich sehe das schon. Mhm. Außerdem ist klar, du redest ja zwischendurch auch mit dem Chat. Ich kenne das ja als Streamer. Ja. Ich weiß halt jetzt nicht, wie ich das genau alles hier bauen soll. Mach einfach. Oh, ich hab so einen riesen. Hey Julian, du kannst mit mir auch einfach reden. Ach, ich bin Schreibschild. Ja, klar, also habe ich jetzt kein Problem mit. Ist er ist jetzt nicht im Stream dabei und schreibt dir darüber. Natürlich. Oh. Ja, doch. Okay. Das stört mich nicht so. Ich meine, jeder wie er Lust hat. Ist ein bisschen strange, aber okay. Bellatrix war auch Lestrange, naja, wie es gerne haben wir. So ein bisschen, ja. Uns geht's doch gut. Wenn jemand von so einer Insel fällt, bringt er mir den Pflasterstein mit hoch? Nein. Schade. Wo liegt der? Ah, jetzt weiß ich auch, wer mit mir redet. Gut so. Ach ja, SH, ja, macht irgendwie Sinn, die Initialien. Okay. Dann Grüße raus an Yannick. Bam, 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 ich bin gleich da. Es regnet. Oh ja. Ist ja eklig. Hat mal einer einen Regenschirm?
Ich habe eine Feuchtigkeitscreme genommen, tut mir leid. Hilft das gegen Regen? Ich glaube, das ist für Regen, also damit es feucht der. Ja. Ist es perlt ab. Ja, genau, wenn das Wasser. Durch den hohen Fettanteil. Oh ja, das war ein gutes Video, das Wasser was abperlt. Oh! Also ich muss an die Zuschauer, Feuer breitet sich aus, ist aus, denn sobald hier irgendwas brennen sollte, ist binnen Sekunden die ganze Insel weg, weil die Tickrate so hoch ist. Wäre ungünstig geworden. Ja. Also es ist ungefähr wie TNT, das sich ja ausbreiten könnte. TNT oder? Explodiert. Es ist wie Feuer. Ja, wie, aber Feuer... Ja, gut. Was? Das ist vielleicht ein komischer Vergleich. Oh Gott, Zombies! Aber wenn es sich so schnell ausbreitet, ist wie ein TNT, dass es sich ausbreiten würde. Von wegen auf der Spawn-Insel spawnen keine Zombies. Hier sind drei Stück vor mir. Ja. Und ich wundere mich, was mich hier anknurrt. Ich habe alles versucht, wirklich auszuleuchten. Es hat anscheinend nicht funktioniert. Alles gut, alles gut, alles gut. Komm her, du Sau. Ja, da bist du halt ein bisschen spannender. Schweinezombie. Ja, wenn wir es davon haben, ich habe ein Skelett mit kompletter Goldrüstung und einen Zombie-Villager, der auf meinem Steg steht, auf den Half-Slabs, und die sind da auch gespawnt. Oh, ich bin endlich tot. Eigentlich sollte das nicht passieren. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie da durch meinen Zaun da durchgegangen sind, ist eher unwahrscheinlich. Oh, sind überall Skelette auf den Dingern. Aber ich habe doch gesagt, eben, leider gibt es da auch immer einen gewissen Bug, und ich glaube, in einer gewissen Version, tja, läuft es auch nicht mehr so rund. Oh, ein Zombie-Dorfbewohner bei irgendjemandem auf der Insel, also auf dem Steg. Auf dem Steg, ja, bei mir. Und Skelett mit Goldrüstung, meinst du das? Ja, achso, den. Ja, also das Zombie-Dorfbewohner ist nicht das Problem, aber ein Skelett mit Goldrüstung ist irgendwie schon eine Schwierigkeit für sich. Ja, überhaupt dahin zu kommen wäre jetzt eine Schwierigkeit. Also die müssten eher zu mir hinkommen. Aha. Einfach ertrinken lassen. Aha. Oh mein Gott. Skelett. Ja. So lange warten. Aha. Es hat keine Lunge, ne? Deswegen. Aha. Ja, genau. Das ist der einzige Grund. Aha. Ah, okay. Okay. Alles okay? Ja, sorry. Ja. Entschuldigung. Ich frag mich, was du da mit aha. Ich lese mir gerade durch, was die Dorfbewohner haben wollen. Ach so. Aha. Aha. Okay. Ich bin schon ruhig, alles gut. Aha! Oh. Aha! Das ist aktives Zuhören. Das sind übrigens drei Zombie-Villager, die da gespawnt sind. Einer ist runtergefallen und jetzt kommen alle zu mir. Trio, ja. Ich spawn auf dem Trio. Das ist schon Skelett gesehen. Hingegen nicht. Das ist alleine gespawnt. Die wollen ganz schön viel, die Schweine. Ja, am Anfang schon. Ja, jetzt kämpft ein Zombie-Villager gegen das Skelett. Na, wunderbar. Er hat übrigens gewonnen. Der Zombie-Villager. Das ist ungewöhnlich. Cheater. Sagst du. Ja. Du darfst mir nie wieder ankommen von wegen Cheater, ohne Witz. So, jetzt sind alle tot von ihnen. GTA war's das. Ja. Wenn du eine Einladungslobby hast und nicht da einfach so hinzukommen kann. Ja, genau, einfach so. Ja, ja. Natürlich. Da kann niemand was für. Nee. Ist alles reine Einstellung. Modpack-Einstellungssache, ja.
Davon mache ich mir auf jeden Fall ein Foto. Das ist zu empfehlen, ja. Ja, das kann ich mir ja nicht alles merken, was der alles von mir will. Ja, ja. Ich habe hier wirklich stundenlang einfach Aber super. Draußen wartet ein Creepy für mich. Auf mich. Ja, das ist doch freundlich. Warte bis Tag, oder verbrennt er. Ich schau mal vorbei. Ich seh den nicht. Hast du ihn getötet? Komm her hier, du Sau. Okay. Nö, noch nicht. Oh shit, nee. Der hat ein Loch hier reingemacht in die Spawninsel. Ja, liebe Leute, das soll es wieder gewesen sein von Let's Play Minecraft, der Bedrock Sky Map. Ja, im nächsten Part schauen wir uns die Villager an, was sie so anbieten, was wir mit ihnen traden können. Also danke fürs Anschauen, habt noch einen schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!